Hallo liebe Koi-Tech-Freunde, heute kommen wir auf das Thema Koi können krank werden. Wir bei Koi-Tech haben uns entschieden für eine professionelle Medikamentenserie in Apothekerqualität. Den Hersteller habe ich persönlich vor über 15, 16 Jahren kennengelernt, als ich mit dem Hobby begonnen habe. Und inzwischen wurde die Medikamente weiterentwickelt und die hohe Qualität ist hier wirklich garantiert. Auch wir behandeln unsere teuersten Koi, wenn das mal notwendig ist, ausschließlich mit einem unserer Produkte. Wir sehen hier verschiedene Medikamente. Das heißt eindeutig, es gibt eigentlich kein Breitbandmedikament. Wenn ein Koi Würmer hat, braucht man eine Wurmkur. Und eine Wurmkur ist erforderlich, um Würmer wegzubekommen. Und damit bekomme ich zum Beispiel keine Einzeller weg. Daran erkennen wir schon, pauschal ein Medikament für alles kann es einfach nicht geben. Man kann es versuchen, wenn man die Tiere nicht rausbekommt. Mit Glück hat man Volltreffer, mit Pech hat man immer noch die Krankheit, muss dann gucken, wie man dann weiter agiert. Das sicherste ist natürlich, die Diagnose zu machen, indem man vom Fisch einen Schleimhautabstrich mit einem Glas macht, das unter dem Mikroskop untersucht. Und mit ein bisschen Erfahrung kann man dann die Parasiten erkennen und dann so behandeln, wie es wirklich jetzt für diesen Teich erforderlich ist. Wenn, dann haben das sowieso alle Fische, das heißt, es wird immer das ganze Becken behandelt. Heißt natürlich auch, je größer euer Teich ist, desto mehr Medikament müsst ihr kaufen und in das Becken bringen. Also nicht im Übertreiben, 150 Kubik, da geht dann schon mal richtig was rein. Aufpassen, dass richtig dosiert wird, betrifft alle Medikamente, egal welcher Hersteller. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr wisst, wie viel Wasser habe ich eigentlich im Teich. Also einen neuen Teich mit Wasseruhr befüllen, bestehenden Teich so gut wie es geht ausmessen, Länge mal Breite mal Tiefe, beim Kreis R Quadrat mal Tief mal Durchschnittstiefe, also kriegt man auch hin. Wir haben Kaliumpermanganat, um den Keimdruck zu senken. Wir haben Malachit für Ichthyophthirius-Behandlung. Bei Keimüberdruck haben wir neulich mal ein Video gezeigt, was wir mit probiotischen Bakterien machen können. Um die Schädlichen schnell wegzubekommen, Flossenfraß, dieses Antipilz und Schimmel ist eine Mixtur aus Acriflavin und anderen wichtigen Dingen. Und im schlimmsten Fall, wenn wir zum Beispiel Kostia im Teich finden, dann müssen wir leider auch mal mit Formalin ran. Diese Mischung aus Formalin, Malachit ist dann dafür da, gleich die Wunden zu behandeln, aber diesen schwierigen Parasit Kostia kaputt zu bekommen. Leider geht bei solchen ganz harten Behandlungen wie mit FMC euer Filter in die Knie. Also währenddessen nicht füttern, danach nicht füttern und vor allen Dingen danach Wasserwechsel und danach die Wasserwerte, vor allen Dingen Ammoniumnitrit, stark im Auge behandeln. Fütterung, wie gesagt, dramatisch reduzieren. Fast alle diese Medikamente, noch ein Tipp von mir, auch von anderen Herstellern, sind lichtempfindlich. Also unser Tipp, diese Medikamente bitte abends anwenden und nicht morgens, wenn der ganze Tag hell ist, sind sie wesentlich schneller verpufft. Zur Behandlung von Koi mit Wunden, wie wir die behandeln, machen wir ein extra Video. Danke fürs Zuschauen.